Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf der Bohorter Kirmes. Es ist wieder soweit, 4 Tage Stimmung, Party, Leute treffen, Karussell fahren, hier auf dem Berliner Platz und in unserer schönen Innenstadt. Ungefähr 300 Schausteller und Gastronomen sind in diesem Jahr dabei. Das ist schon keine kleine Kirmes, das ist eine bedeutende Kirmes in Nordrhein-Westfalen. Und ich freue mich, dass schon so viele Leute hier auf dem Platz sind. Ich freue mich, dass Sie und ihr alle da seid. Und ich freue mich, dass die Schausteller in diesem Jahr so zahlreich wieder gekommen sind. Von uns allen Bocholtern ein herzliches Dankeschön und einen Applaus an die Schausteller, die wieder diese schöne Kirmes gestaltet haben. Im Namen der Schausteller, im Namen der Stadtmarketinggesellschaft, aber auch im Namen der Sponsoren dieser Kirmes, der Barsteiner Brauerei, der BEW, also der Stadtwerke, der Volksbank Bocholt und Getränke Hornung, darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Wir werden hier gleich einen Astanstich vornehmen, der nicht in der Bayernfesthalle stattfindet. Die Bayernfesthalle ist nicht mehr da. Wir haben heute Nachmittag das Schuhmacher XXL-Zelt eingeweiht mit dem Seniorennachmittag. Tolle Veranstaltung. Aber ich denke, auch hier wird das eine tolle, eine andere Veranstaltung beim Fassanstich. Und ich bin nicht alleine hier. Den Fassanstich wird natürlich vornehmen der erste Bürger unserer Stadt, Herr Bürgermeister Peter Nebelow. Und assistiert, charmanter Beistand ist ihm sicher, wird er von unserer Weinkönigin, liebe Andrea, herzlich willkommen. Genug erstmal meiner Worte, Herr Bürgermeister, ein paar Worte zum ganzen Platz. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Lassen Sie mich für die vielen Ehrengäste allen besonders erwähnen, nämlich den Bürgermeister unserer Lieblingsnachbarstadt Rehde, Herrn Jürgen Bernsmann. Jürgen Bernsmann ist extra aus Rehde angereist, um einmal das tolle Bocholter Kirmeswetter genießen zu können. Viel Spaß dabei! Meine Damen und Herren, es ist soweit. Die Zeit vor Kirmes ist vorbei. Die Karussells, Buden und Stände sind aufgebaut. Happy Hour haben wir hinter uns. Wir haben im neuen Schuhmacher XXL-Stand heute Nachmittag den Seniorennachmittag gefeiert. Und wir feiern jetzt unsere Kirmes. Die Woche der Kirmes, die für jeden etwas hat, für alt und jung, die abwechslungsreich und attraktiv ist. Dass wir das in jedem Jahr wieder schaffen, ist ganz besonders unseren Schaustellerfamilien verbunden, die zum Teil schon seit über 10, 20 Jahren zu uns nach Bocholt kommen. Liebe Schausteller, vielen, vielen Dank dafür. Aber die Bocholter Kirmes wäre nicht das, was sie ist, wenn nicht auch unsere Stadtmarketinggesellschaft in jedem Jahr mit viel Organisationsvermögen, mit viel Arbeit und auch mit viel Herzblut diese Bocholter Kirmes vorbereitet. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, Ihnen allen rufe ich zu. Herzlich willkommen auf der größten und schönsten Kirmes weit und breit. Herzlich willkommen in Bocholt. Meine Damen und Herren, ich denke, wir sollten gar nicht lange mit dem großen Augenblick warten. Aus dem Stau heraus sozusagen, mit, sagen wir mal, einminütiger Verspätung, ist die NRW-Kirmeskönigin Daryl Fee, die erste, auch noch dazugekommen. Herr Nebelow, es kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Herzlich willkommen auch in Bocholt. 300 Schausteller, eine Innenstadt-Kirmes. Gutes Wetter, glaube ich. Viele Gäste, gute Stimmung. Ich denke, wir sollten nicht länger mit der Eröffnung der Bocholter Kirmes warten, denn sobald der Fassanstich passiert ist sozusagen, wird es hier auch einige Gläser Bier direkt rund um das Jupiter-Riesenrad geben. Einige Worte, wo ist er denn überhaupt? Einige Worte, bevor der Bürgermeister das Fass anschlägt, aber auch noch vom Vorsitzenden des Bocholter Schaustellerverbandes, lieber Philipp Traber. Schön, dass ihr Schausteller alle wieder hier in Bocholt seid. Vielen lieben Dank, lieber Ludger, lieber Bürgermeister, liebe Gäste aus Politik, liebe Bocholter Kirmesfans. Es ist mir eine Freude, hier auf dieser Eröffnung, die in diesem Jahr erstmalig am Riesenrad stattfindet,
die Kirmes mitzueröffnen, entschuldigt mich. Ich bin ein bisschen nervös, es ist eine fantastische Kirmes und bei diesem Wetter ist es unglaublich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr wir Schausteller uns natürlich A, darauf freuen, die Woche der Kirmes überhaupt zu beschicken und dann natürlich bei diesem fantastischen Wetter 4 Tage mit euch gemeinsam zu feiern. Ich halte mich kurz, ihr wollt alle Bier, ich sehe das schon. Lieber Herr Bürgermeister, ans Werk. So, der Bürgermeister ist bereit. Charmante Hilfe ist auch vorhanden. Herr Bürgermeister, es ist Ihr Werk. Drei Schläge. Und... So laufen tut das Bier schon. Unser Bürgermeister ist schon fleißig dabei. Wird vielleicht noch den Job wechseln auf dieser Kirmes, lieber Herr Nebelow. Das klappt ja vorzüglich. Also, meine Damen, kommt ihr nach vorne. Unser Bürgermeister muss offiziell mit einem bestimmten Spruch noch die Kirmes eröffnen. Also. Meine Damen und Herren, es ist alle tappt und die Bocholter Herbstkirmes 2017 ist offiziell eröffnet. Zum Wohl!